did you jump? Hier ist Halle an der Saale, hier ist die Stierköpfe Arena. Es war noch nie ein Team so bereit für die Playoffs, wie ihr das seid. Big Man, das macht den Kreis! We the fucking Bundles Boy! It's the first period! Schau, da ist our fucking ring, it's our game. Das Go-Kart war dann auch ein gewisses Highlight vor den Playoffs, dann nochmal zusammen Spaß zu haben, auch eine gewisse Anspannung wegzukriegen. Wir sind sowieso alle ein bisschen crazy im Kopf und dann macht sowas einfach kleiner irgendwie viel mehr Spaß. Man darf haben, ne? Darf man hammern? Wojto was kind of crazy. I don't think he knows where's the break in the go-kart. Ja, beim Go-Kart fahren war ich Kamikaze. Also, ja, ich wollte halt durchfahren. Ich war eigentlich vorne, aber dann wurde das Rennen abgebrochen und jetzt haben sich Patrick und Matthias wieder nach vorne geschmuggelt. Alle hatten einen super Tag zusammen. Wir haben erst gut trainiert, dann sind wir dorthin gefahren, hatten jede Menge Spaß. Ich wurde um den Sieg betrogen. Das stimmt immer noch nicht. Also Marius lügt, muss ich hier sagen. Ich war mit Abstand der Schnellste beim Go-Kart-Fahren, habe das Qualifying schon gewonnen und war dann auch im Rennen der Schnellste. Und Patrick hat mich einfach von hinten so berührt, der hat mich von hinten einfach so weggekickt. Ja, der Coach, der ist gefahren wie ein Verrückter. Ich weiß gar nicht, wie der im Qualifying auf einmal da auf dem zweiten Platz stehen konnte. Ja, und dann ist er mir reingefahren und hat sich gedreht und ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wo der die Anschuldigungen kommt. Ja, am Ende ist dann Matti leider Erster geworden, aber der hat ja auch einen Gewichtsvorteil gehabt mir gegenüber und ja, ich war dann zufrieden mit meinem dritten Platz, mehr ging nicht. Zum Glück habe ich den Coach noch rausgeschossen, weil sonst wäre ich ja gar nicht aufs Podium gekommen. Ja, ich verzeihe ihm, wie gesagt. Wir sind auf dem Weg nach Bad Tölz und schauen uns heute das zweite Pre-Playoff-Spiel an von Bad Tölz gegen Memmingen, weil wir schauen wollen, Memmingen könnte eventueller Playoff-Gegner von uns sein und deswegen schauen wir uns das Spiel heute live an.
man bekommt als Trainer oder generell, man bekommt vor Ort einen ganz anderen Eindruck von einem Eishockeyspiel als am Fernseher oder am Spray-TV, weil man ja bei Spray-TV immer nur einen Ausschnitt der Kamera sieht. Und besonders bei Aufbau, Powerplay und verschiedenen Sachen muss man schon die ganze Eisfläche sehen, um zu sehen, wie sich Spieler anordnen, was Spieler ohne Scheibe machen. Von daher war es eine wichtige Erfahrung für mich zu sehen, wie Memmingen live spielt. Marius, wie fandst du es? Interessant. Ja, Memmingen hat schon verdient gewonnen auf jeden Fall. Freue mich jetzt natürlich auf die erste Playoff-Runde. Hallo Sven, wollen wir mal mit euch starten? Ihr kommt ja als erstes. Übernachtet ihr Freitag hier? Braucht ihr eine? Alles klar. Okay, Eiszeit. Wann plant ihr anzukommen? Wollt ihr noch mal aufs Eis? Wenn ja, wann? Halt einfach noch mal Rücksprache. Also wenn ihr gerne noch mal 15, 20 Minuten aufs Eis wollt, kriegen wir das bestimmt hin. Müsste ich dann nochmal absprechen. Fantastisch, ich danke dir. Bis dahin, ciao. Ich habe mit dem sportlichen Leiter aus Memmingen telefoniert, um alles Weitere für das Wochenende abzustimmen. Unser Aufenthalt dort, was Eiszeiten, Verpflegung, Unterkunft etc. angeht und natürlich auch deren Aufenthalt hier. Am Freitagnacht hat Marius mich angerufen, der war ja unten in Bad Tölz, hat sich das Spiel vor Ort angeguckt und hat mich dann im Anschluss angerufen. Und dann habe ich mir schon alle wichtigen Dinge notiert, alle Fragen, die er hat, die er geklärt haben will. Und bin jetzt dabei, alles auf die Reihe zu kriegen, dass am Wochenende dem Ganzen nichts im Weg steht. Guck mal, die Playoff-Trikots sind da. Geiles Gefühl. Also auf jeden Fall, wenn du das siehst, was du hier am Rechner gemacht hast und denkst, sieht hier schon ganz gut aus und hast es physisch in der Hand und denkst dir, das haben dann die Spieler auf dem Eis an und ist mir schon echt stolz drauf. Das ist jetzt die Meisteruhr. Ja. Das habe ich beim Onkel abgeschaut. Die haben da so eine Tradition gehabt, nach jedem Playoff-Sieg haben die hier Stickers auf die Uhr gemacht und dann hat das so ein Gesamtbild ergeben. Ja. Ich finde, das ist eine ganz coole Sache. Ja, alle 2 Spiele gewinnen, damit wir Meister werden und dann also Gesamtbild sehen, ne? Also den Pokal und den Aufstieg sozusagen. Passt, Leon, danke. Oh, ja, sehr gerne. Ja, die Playoffs sind die geilste Zeit. Die Spieler haben einfach viel, viel mehr Bedeutung, sage ich mal. Und Kleinigkeiten sind viel wichtiger. Ich finde, man merkt das auch in der Kabine, dieses Playoff-Feeling und der Zusammenhalt, das fühlt sich einfach nochmal anders an. Ja, das ist eine besondere Zeit. Man arbeitet so lange dahin, über den Sommer, über die Saison. Man versucht, eine gute Ausgangslage zu bekommen. Weil da geht es um alles. Das sind die geilen Spiele, auf die sich jeder freut, auf das du das ganze Jahr hinarbeitest. Von dem her, macht einfach nur Bock, Playoffs zu spielen. Go! David Schulze, Torwarttrainer seit der Saison in Halle und arbeite mit Timo und Borstel und jetzt noch mit Justin zusammen. Je nachdem, was
gerade gebraucht wird oder irgendwie, wenn wir Dinge sehen im Spiel, Auffälligkeiten, dass wir daran mal arbeiten und nochmal reinschauen, was es da braucht. Das ist vielleicht anstrengend, hä? Kann ich mich auf Eis nicht mehr bewegen. Eigentlich sind wir schon die ganze Zeit am Vorbereiten auf Memmingen, haben geguckt, wie die angreifen, wie wir unseren Aufbau gestalten wollen, was sie in Unterzahl spielen, wie wir unser Powerplay gestalten, machen wir jetzt schon seit einer Woche. Daher gehen wir nochmal taktische Situationen durch, 5 gegen 5 und dann morgen nochmal ein lockeres Abschlusstraining. Die 5 jüngsten Spieler haben eigentlich echt die Arschkarte gezogen beim Eishockey. Ja, das sind ja sozusagen die Mädchen für alles, aber da mussten wir auch alle durch. Ja, also es gibt so Aufgaben wie Scheiben zum Eis, Scheiben einsammeln, die Schlägertasche im Bus. Und in dem Sinne ist eine Hierarchie da. Ich glaube, die jungen Spieler heutzutage, die würden sofort mit Eishockey aufhören, wenn sie so behandelt werden würden, wie wir es früher gemacht haben oder wie wir es auch durchmachen mussten als junge Spieler. Aber heute ist es klar, dass die jungen Spieler immer noch ein paar mehr Aufgaben haben als die alten. Und die Hierarchie gibt es immer noch, aber es wird anders umgesetzt als früher, das kann ich dir sagen. Es gibt nur mal Dinge, die gemacht werden müssen. Ich mache sie dieses Jahr. In 5 Jahren bin ich dann der Alte. Von daher ist das völlig legitim, völlig in Ordnung. Das sind meine Freunde hier. Das ist der neue Topscorer-Helm. Der Topscorer-Helm, der muss einen Helm tragen. Ist schon wichtig, auf jeden Fall auch für die Torhüter einen Torwarttrainer zu haben, beziehungsweise auch einfach mit jemandem zu quatschen zu können, wie es halt mit Spielern oder einem normalen Trainer nicht so möglich ist, weil es halt doch nochmal eine ganz andere Position innerhalb der Mannschaft ist. Deswegen definitiv war ich sehr, sehr froh, dass der Dave da war dieses Jahr und bin auch froh, dass der nächstes Jahr noch mit uns zusammenarbeiten wird. Ja, freue ich mich wieder drauf. Hast du da ein Gesicht, Timo? Keine Maske. Damit ich noch mehr Fokus auf die Augen legen muss, dass die wirklich auf der Scheibe bleiben. Man merkt, der Coach, der möchte Intensität reinbringen hier. Von dem her relativ langes Training eigentlich, auch intensiv, aber wir haben eigentlich alle Bereiche versucht abzudecken mit 5-5, Überzahl und Aufbau. Von dem her war ganz gut. Schauen, dass wir morgen nochmal ein gutes Abschlusstraining haben und dann sind wir ready für Freitag. Ey. Aber zu den Playoffs, halt eben, weil das so was Besonderes ist, zieht man sich dann auch den Anzug an. Ne? Look good, feel good. Und, ich denke, das hat uns geholfen. Naja, man will sich selbst das Gefühl geben, selbstbewusst aufzutreten, einheitlich auszuschauen, einfach mal was anderes auch. Wir haben einfach mal überhaupt keine Ahnung von den Größen. Ja, das ist die Krangröße. Also wir müssen erst mal messen. Ja, das ist zu klein. Ah, okay, das ist mit Absicht. Jetzt habe ich es schon verkackt. Jetzt können wir auch zu Ende noch verkacken.
Nochmal? Ja. Okay. Und dann nach oben? Dann oben durch? Ja. Länger und den alles nicht weiter. Das stimmt halt. Ne? Siehst gut aus, fühlt sich gut. Und ich denke, das ist in den Playoffs auch wichtig, dass man immer mit einem guten Gefühl reingeht, auch wenn es dann mal eng wird. Aber ich habe Vertrauen in uns. Ich denke, wir haben alles, was es braucht, von vorne bis hinten. Und jetzt liegt es an uns. Passt, freut mich. Jetzt müssen wir nur noch so spielen. Wir sollen zum ersten Playoff-Spiel den Videobeweis einführen, beziehungsweise haben die Genehmigung bekommen, hier am Standort Halle eben damit zu arbeiten. Die Übertor-Kameras müssen neu ausgerichtet werden, sieht man vielleicht hier auf dem Bild. Aktuell ist die Torlatte im Prinzip vor der roten Linie. Diese muss aber ein Stückchen weiter hinter. Darum müssen wir in der Halle heute eben die Übertor-Kameras alle neu justieren, dass wir dem nachkommen. Es ist jetzt aber für uns alle Premiere in der kompletten Oberliga, dass wir mit Videobeweis arbeiten. Wo ist eigentlich die Musik? Wir müssen uns jetzt was überlegen, weil tatsächlich die Versteifung können wir nicht nehmen. Ja, das Problem ist, die neue Halterung, die wir uns überlegt haben, die hält nicht. Da ist tatsächlich der Hebel zu groß, sodass wir jetzt zwischen den beiden Stahlträgern noch eine Traverse setzen müssen. Und dafür hatten wir dann im Prinzip einen Tag vor der Angst, also einen Tag vor dem ersten Playoff-Spiel, die Herausforderung, dass wir eben diese Traversen irgendwie beschaffen mussten. Hier ist von unserem Freund Schrödi. Schrödi ist immer der Retter in der Not. Wir haben dann tatsächlich heute noch zwei Traversen bekommen. Es war nicht einfach, aber haben da so ein paar Kontakte, die uns hier noch helfen konnten. Gefühlt einen halben Tag in Halle rumgefahren sind und wir tatsächlich jetzt zwei Traversen haben, sodass wir den Videobeweis bzw. Übertorkameras so ausrichten können, wie es der DEB von uns verlangt. Provisorien halten für immer, wa? War dann irgendwann 3 Uhr nachts, als wir dann endlich mit allen Aufgaben fertig waren, das alles installiert hatten und wir waren mega happy, als wir dann in der Regie standen und sehen konnten, es funktioniert, was wir hier in Sisyphus-Arbeit im Prinzip die letzten Tage gemacht haben. Ja, kurz vor den Playoffs hat sich Dennis Schütt dann auch noch beim Training verletzt. Es war sehr unglücklich. Für den Spieler selber ist es natürlich sehr, sehr bitter, wenn du dich so kurz vor den Playoffs verletzt. Das tat mir sehr leid für ihn als Mensch. Wir haben da eine Übung, eine 1-1-Übung gemacht. Leider war ich es, der eine unkontrollierte Bewegung gemacht hat. Und ich habe versucht, die Scheibe durch die Beine zu spielen und dabei ist der Schläger hochgegangen, er war so nah dran. Und wie gesagt, das war unglücklich, aber es war halt sehr schlimm, weil in dem Moment ging die Spitze vom Schläger in sein Auge und ich habe gesehen, dass da schon Blut war. Und da war erstmal Panik und Kai war direkt da von der Tribüne, sofort den Notarzt angerufen. Dann hat man erstmal Schütti zum Krankenhaus gefahren. Ich habe im Training einen Schläger unglücklich ins Gesicht bekommen bei einer Zweikampfübung und wurde halt mein Auge blöd getroffen und musste dann gleich ins Krankenhaus und wurde dann mehr oder weniger notoperiert. Ja, deswegen ist die Saison leider beendet. Ein bisschen zu früh wieder. Erstmal war die Sorge, dass es ihm gut ging, als dann die Nachrichten kamen. War auch, denke ich, bei jedem Erleichterung.
alles gut oder mehr oder weniger gut. Ja, für uns als Team, er ist unser erster Verteidiger gewesen, ist auf jeden Fall Verlust. Er hat auch immer viele Minuten gespielt. Gerade offensiv war er sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Dass es dann ihn vor den Playoffs trifft, ist für ihn deshalb sehr hart gewesen, auch weil er die letzten Playoffs bereits verpasst hat. Und deswegen hoffen wir, dass er sich dann für nächstes Jahr gut regeneriert und daran dabei sein kann. Es geht endlich los und die Aufregung ist natürlich jetzt ein bisschen da vom ersten Spiel, aber ja, die Jungs und wir freuen uns alle drauf. Aber man weiß ja nicht richtig, was sich erwartet oder die Mannschaft. Wir spielen da nicht so oft gegen den Süden und dann kommt eine Mannschaft, gegen die du die ganze Saison nicht gespielt hast. Und wir haben uns da ein bisschen Videos angeschaut und so weiter, aber so richtig sehen wir dann erst so am Eis, was passiert. Ja, in den Playoffs kann alles immer passieren. Wenn es dumm läuft, ist die Saison jetzt in 6 Tagen vorbei. Wir müssen unsere Sachen packen. Aber wenn es gut läuft, spielen wir noch bis Anfang Mai. Und ja, wir geben unser Bestes. Wir haben eine gute Mannschaft und wir haben einen überragenden Torwart hinten drin, der uns den Arsch schon öfters gerettet hat dieses Jahr. Und mal schauen, wie weit es geht. Patrick ist halt ein Vollprofi. Ne? Der weiß, worum es geht, der weiß, worauf es ankommt. Ist auch ein absoluter Leader. Auf dem Eis ist er ein richtiger Drecksack. Aber das finde ich ja gut. Ich habe es immer gehasst, gegen ihn zu spielen. Und Leute, gegen die du nicht gerne spielst, die möchtest du ja in deinem eigenen Team haben. Deswegen bin ich froh, dass Patrick bei uns ist. Ich gehe kurz aufs Fahrrad und nach zur Massage. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Meine Knochen brauchen dazu Pflege. Also die Anspannung am ersten Playoff-Spiel war enorm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Wir haben vom DEB die Formulare bekommen, was im Prinzip die Abnahme angeht, wie das auszufüllen ist. Die Schiris waren mega cool, die Schiris waren wahnsinnig interessiert, haben ganz viele Fragen gestellt. Und dadurch war es dann relativ schnell, dass diese Aufregung verflogen ist, zumindest für den Moment der Abnahme. Und ja, als dann das Papier unterschrieben wurde, ja, ich glaube, hätte ich keine Ohren gehabt, hätte ich im Kreis grinsen können. Okay. So, like we said, for the first 20 minutes, try to get in the rhythm again. Okay, so go out, play simple hockey, drive some hits, support each other and bring pucks to the net. Okay, keep it simple, but play it like very, very good and short shifts. Okay? Ich bin richtig stolz auf euch. Ihr habt die Saison nichts geschenkt bekommen. Wir haben viele Rückschläge gehabt durch Verletzungen. Ihr habt euch immer wieder zurückgekämpft. Ja, und ihr habt euch am Ende echt erarbeitet, dass ihr da seid, wo ihr jetzt seid. Und ich muss euch sagen, es war noch nie ein Team so bereit für die Playoffs, wie ihr das seid. Und wenn jeder Einzelne in jedem Wechsel alles gibt, gibt es auch kein Team, was euch schlagen kann. Let's go! Fuck you, let's go! Stierkampf-Arena! Für Pucker Eishockey!
Gutes erstes Drittel, Boys, ha? Weiter so. Tattoo, hey? Couple good shifts there. Be calm and patient, okay? We are the better team in here, okay? More energy, more skating in the D-Zone and be better after the D-Zone loss. Let's go. Ja! Stas übernimmt Initiative. Ausgeguckt und passiert. 1-0 Saarbrücken. Sehr schöner Pass von Kaplan. Da gab es noch mal einen Check von Becker. So. Und das Tor. Es wird nicht. Er rutscht durch. Und das ist er auch. Eisenhut ärgert sich. 4-0. Der Pass war ein bisschen zu hart für Kaplan. 5-0. Das ist. Sehr deutlich jetzt. Und wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Herzlichen Glückwunsch an die Bulls. Okay, good job, boys! That was everything we need in the playoffs in this game, so proud of this team, so great win. Sergej. Na, gute Mannschaftsleistung heute, ja, von jedem Einzelnen. So müssen wir weiterspielen. Viele gute Sachen. Timo. Na, das ist noch eine ganz lange fucking Reise. It's a fucking long journey. We have a fucking watch there, playoff time. We have to fucking get the full puzzle, ja? Yeah? Auf die 1 drauf. Einen Trommelwirbel haben bitte. Komm mal, Boys. Gute Arbeit, Männer. Alter! Hey, Boys, like Stasi said, hey, it's a long journey, it's a long road. But today we saw, we got better from period to period and let's fucking keep moving on Sunday, hey? Let's go, hey, good job, boys. Never. Kam jetzt? Oh no. Rebecca hat 4 Spiele. Nein. Das ist ein Witz. Alter, sind die, ey, jetzt wollen die uns ver... ey. Da können wir ihn noch rauslassen. Ja. Ciao, Jungs. Ja, auf dem Weg nach Memmingen habe ich im Bus den Anruf bekommen, dass Maurice 4 Spiele gesperrt wird. Und ja, das war völlig unverständlich für uns alle, weil der Check selber war kein Foul. Es war einfach unglücklich. Das war nicht unsportlich, nicht unfair, was Maurice da gemacht hat. Na dann, Jungs, viel Glück, ne? Ja, dann ist Maurice ausgestiegen. Wir sind ja gerade erst hier bei Halle Neustadt gewesen. Da haben wir Maurice noch rausgelassen. Ja, und dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert und haben am Ende das dann so hingekriegt, dass wir die Strafe reduzieren konnten. Ich frage mich, für was wir dann noch 4 Schiedsrichter für viel Geld auf Mais brauchen, wenn sowieso am Ende dann nochmal eine andere Richter entscheidet aufgrund von einem Video. Ja? Und ja, teilweise fördert es auch so dieses Denunziantentum, dass jeder Verein dich dann nochmal im Nachhinein anscheißt. Wir haben das zum Teil dann auch gemacht. Man steigert sich dann da rein. Und am Ende, wo es immer mehr wurde, haben wir dann gesagt, du, pass auf, wir reden jetzt einfach mit dem Gegner vorm Spiel und sagen, pass mal auf, das ist unsere Linie, das ist eure Linie, lasst uns drüber sprechen, wenn was passiert ist, aber nicht gleich den Klageweg hier am Schreibtisch. Right now.
Ist halt bitter für uns, da Dennis vor einer Woche jetzt schon ausgefallen ist für den Rest der Saison. Das bedeutet, wir spielen morgen das Auswärtsspiel, das erste in Memmingen mit 5 Verteidigern. Aber wir sind es ja über die Saison gewohnt, mit wenigen Verteidigern zu spielen und auch mit Rückschlägen umzugehen. Von daher werden wir das auch morgen wieder ganz gut hinbekommen. Wach, Katzel, Schwurf. Say it. Just say it. No, I don't try it, no. Wach, Katzel, Schwurf. No, I don't try it. Wach. No. Wach. I don't say it. Wach. I don't say it. I go. I hate cameras. Wach. I hate cameras, I go. Mati, I need camera, I go. I start sweating, hey? Wach, Katze, Wach. Mati, good that you're back again. You know what's a Bavarian board. Okay, I go again. Mati, let's go to the coffee now. Wach. For a tail on a chipmunk? I don't say it. Oh, come on, Mati. Oh, no. It's like good for takeout. What? What? It sounds like you're a what? Katzel? Katzel. Yes. I don't say anymore. Schwarf. I go. Plus coffee. Coffee. Komm. Okay, guys. Yeah. Uwe, mach's gut. Ich hoffe bzw. rechne auf jeden Fall mit Halbfinale. Und alles weiter hinaus werden wir dann sehen. Wenn man sich herausspielt, dann kann es auch passieren, dass man im Finale landet. Und dann im Finale kann alles möglich sein. Also die Chancen stehen recht gut. Es sind 2-3 Mannschaften, sowohl im Norden als auch im Süden, die sehr aufgerüstet haben an Spielern, an Potenzial. Aber das Team steht, das Team ist gut und ich finde, dass dieses Jahr die Mannschaft noch besser ist als letztes Jahr. Ey, die Perücke war schon im Memmingen. Die Perücke. Oh, und das 1:0 für die Saale Bulls Halle. Oh, weiterhin die Saale Bulls an der Scheibe. Nächster Schuss und der ist wieder drin. 2:0. Ja, und da ist das 3:0 für die Saale Bulls. Sergej Stas bedient da den ganz freien Jordan Kaplan. Und das 1:5 durch Jordan Kaplan, der hier den Doppelpack schnürt. Jordan Kaplan haben wir ja nachverpflichtet in der Saison. Er war das erste Mal in Europa. Er muss sich erstmal an die Eisfläche gewöhnen. Er hat diese 2-3 Wochen Eingewöhnungszeit gebraucht. Die haben wir ihm auch gegeben. Und ja, am Ende hat er uns doch enorm weitergeholfen. Und da spielen sie es schön aus. Die Saale Bulls aus Halle. 8:2. Und ich meine, wieder war es Jordan Kaplan. So, Kaplan vorbei. Ja, und jetzt wird es tatsächlich zweistellig. Kaplan mit seinem 4. Treffer. Und war auch der 4. Treffer binnen 4-5 Minuten, die Indians jetzt hier schlucken müssen. Hey, that was a great game of everyone here. Jordan, 3 goals, what a game, hey! 4! Hey! Good job, buddy! Hey, watch. Hey, let me talk. Hey, boys, that's a great fucking effort. We know we got a long way to go. Like Coach said, let's keep building on it. Everybody had a great night. Timo, especially, I think you should really keep this, but let's keep it fucking going, eh? Yeah. Oh,
drum roll, please. Drum roll. Do it nice, do it nice. Ordentlich. Wir haben immer während des Spiels und vor dem Spiel sowohl heim als auch auswärts eine Präsentation laufen, wo die Jungs nochmal unsere Aufstellung sehen, beste Szenen aus dem letzten Spiel, was so ein bisschen Motivation sein soll, wo wir auch so kleine Dinge bisschen feiern, wo wir halt einen guten Schläger honorieren, einen Block honorieren, einen Backjack honorieren. Ja, da gibt es eine Präsentation heim und auswärts auf dem Fernseher, die wir immer dabei haben, und die habe ich jetzt gerade gemacht und die packen wir jetzt in die Kabine. Sehr großer Teil meines Trainerjobs oder so, wie ich den Trainerjob interpretiere, besteht aus Video. Das fängt damit an, dass ich mir den Gegner anschaue. Das heißt, vor jedem Spiel schaue ich mir das letzte Spiel vom Gegner an. Das geht nach dem Spiel weiter. Ich schaue mir unser Spiel nochmal an und dann schneide ich einzelne Clips zusammen. Das geht los von zum Beispiel Aufbau. Jeden Aufbau schaue ich mir nochmal an. Aber ich tagge auch in dem Spiel Dinge, die jeder Spieler hätte besser machen können. Gehe dann am nächsten Tag vor dem Training in die Kabine, setze mich zu den Jungs am Platz und gehe kurz ein paar Clips mit ihnen durch. Beziehungsweise in der Saison hat sich dann so eingepegelt, dass die Jungs dann auch immer gekommen sind und gefragt haben, hey, hast du das Spiel schon getaggt? Können wir meine Clips angucken? Und auf Auswärtsspielen habe ich das Gleiche gemacht, halt nur im Bus. Also ich habe mir das Spiel vor Ort geben lassen, auf eine Festplatte, setze mich dann im Bus und habe dann im Bus quasi das Spiel sofort durchgetaggt. Also Marius ist ein 1A-Typ, menschlich. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja, was das Eishockey angeht, wusste ich ja von vornherein, dass er taktisch auf dem höchsten Level ist. Und er weiß schon, was er tut. Und ich bin froh, dass er bei uns ist. Bist du eigentlich aufgeregt? Nee. Gar nicht? Überhaupt nicht? Eigentlich nie. Ist aber krass. Ich weiß auch nicht, warum. Profi einfach. Nee, überhaupt nicht. Habe ja auch noch nicht so die Erfahrung, jetzt mit Situationen umzugehen, aber eigentlich geht's immer echt. Ich werde heute beobachtet. Das ist meine Mama, die ist immer aufgeregter als ich. Hallo. Things first, welcome back in the lineup, Maurice. Thank you for the game. And to the game. Like I said in the pre-meeting, don't take it too easy, okay? Let's play our playoff hockey here. Go hard outside, okay? Win the first face-off, score the first goal, take the first shot and make the first hits, okay? Los geht's! Zlatan, bist du soweit? Ready. Ready für Spiel 3 gegen Memmingen. Guten Abend hier aus Halle an der Saale, die Saale Bulls in den Playoffs. Die Indians sind hier da, um Eishockey zu spielen. Genau das haben wir erwartet. Die ersten 10 Minuten Memmingen wieder wirklich mit Druck, Druck, Druck. Aber klar, dass sie rauskommen wie die Feuerwehr, die kämpfen hier um ihr Leben. Aber wenn wir gewinnen, haben die Sommerpause, deswegen schmeißen alles rein. In den letzten 10 Minuten haben wir gut dagegen gehalten. Wenn wir unsere Chance jetzt noch nutzen, dann steht vielleicht schon 1-2-0. Aber wir müssen einfach geduldig bleiben, unser Tor gut verteidigen und dann schaut's gut aus. Bereit für Drittel 2. Tatu Wierwein klärt das und öffnet die Büchse. Ja, und da hat er auch schon wieder die Scheibe. Ja. Und da ist der Ausgleich. Genau. 1-1.
Hey, fucking go, brother. Fucking nice fucking goal. You wake up! We should care more about the puck. We are just chilling with it and they lift the stick and they have a fucking only chance like that. We just like, we don't give a fuck, we're so good. We have to be like this all the time, everyone. Fucking win the fucking battles, boys. We lose every fucking puck. Okay? 120 left, boys. Hey, boys, if you play like this, we don't win that fucking game. That's the worst period. Come on. Still 1-1. Ja, auch wenn mal jemand rumschreit, das ist natürlich auf niemanden persönlich bezogen, sondern man will das Team pushen, man will vielleicht, dass der ein oder andere aufwacht, weil er irgendwie keinen guten Tag hat und ja, man greift jetzt da niemanden persönlich an. Wenn dann ein Spieler mal wirklich Frust hat, dann ist besser, er schreit mich hier in der Kabine an, als eine dumme Strafe auf dem Eis. Von daher, ja, wer mit Emotionen spielt, wird auch mal laut, alles kein Problem. Wir müssen battlen, ja? Wir müssen für diese Scheiße da kämpfen da draußen. Ruhen wir uns aus, holen wir Kräfte jetzt beisammen. Dann marschieren wir die nächsten fucking 20 Minuten und machen das klar hier. Let's go, boys. Das ging dann doch ein bisschen schnell. Ich habe irgendwas klingeln hören. Ich war mir jetzt aber nicht sicher, ob das Latte oder eben die hintere Latte war. Der Schmidt ist dann, glaube ich, bloß relativ schnell zu mir hergekommen und hat gesagt, safe, safe ist das Latte. Jetzt gibt es den nächsten Videobeweis. Ich würde aus dem Live-Bild aber sagen, nee, das klang. Also es klingt ja mal ein bisschen anders. Gestänge hinten war es auf keinen Fall. Oh. Memmingen führt 2-1. Der Videobeweis hat erstmalig eine Entscheidung, die im Live-Spiel gegeben wurde, zurückgenommen, korrigiert und dem Gegner ein Tor gegeben. Genau dafür ist er da, das sage ich jetzt ohne Vereinsbrille. Ja, und dann gab es eben dieses besagte Spiel gegen Memmingen, wo wir dann gemerkt haben, der Videobeweis ist nicht nur für uns gut, sondern eben auch für den Gegner. Und wir hatten da ein Tor nachweisen müssen, was ja, der Gegner dann letztendlich bekommen hat. Ich glaube auch, das Spiel ist dann für Memmingen letztendlich ausgegangen. Und dementsprechend kam dann auch Daniel später in die Regie und war total frustriert, wie ja, kontraproduktiv dieser Videobeweis sein kann. Dass dann gleich im zweiten Spiel Memmingen ein Tor macht, was nicht gegeben wurde, dann aber im Videobeweis gegeben wurde, war natürlich ärgerlich für uns, aber deshalb haben wir das Spiel nicht verloren, sondern weil wir von unserem Playoff-Hockey abgerückt sind und versucht haben, andere Dinge zu machen. Mach mal einen Freitag, den sagst du, Männer. Okay, alles gut. Alles gut. Abhaken, Freitag geht's weiter. Oh Männer, wir sind schon besser als hier, ey. Freitag ziehen wir das Ding nach Hause, ey. So, next game, we are more sharp. We are more aggressive. That's it, we learn from this. There's no way we lose against this team again. Dass wir das Spiel gegen Memmingen verlieren, war durchaus in Ordnung. Wichtig wäre jetzt das falsche Wort, aber es war okay, weil die Jungs somit immer wieder auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind und genau wussten, dass hier nichts ein Selbstläufer wird. We have to be much smaller, okay? Especially in situations like that, you have to be cool in your head and concentrate and focus on the right things, okay? And it's like we don't lose the game in a tactical way, we don't lose the game in a physical way, we just lose it in our head because we're not ready, not cool and not tough enough for this. Okay, so all the work we put in Memmingen is now just gone and we have to go there again. Okay, I will write the plan for the next days in the group this evening. Take care of good regeneration, see you.
Liebe Eishockey-Freunde, ein herzliches Hallo hier vom Memminger Hüneberg zum vierten Playoff-Spiel zwischen den GFRO Indians Memmingen und den Saale Bulls aus Halle. Und jetzt hier mit der Möglichkeit, und da fällt das Tor. Bilanzsage 0:2 in der 13. Spielminute. Tja, man muss sagen, nach Chancen plus ist schon deutlich auf Seiten der Gäste. Und ja. Da! Mit dem großen Öffner endlich aus Memminger Sicht nach vielen Powerplay-Situationen. Ja, jetzt ist natürlich bitte, wenn du einen Gegentreffer fängst, ich sag's noch und da ist er drin, ja, glaub ich das, dann. Ja, schöner Schuss von Marius Demmler, der hier das 3:2 für die Saale Bulls erzielt. Ja, doch, das war's. Halle bringt diesen knappen Vorsprung über die Zeit, zieht mit 3:1 Siegen ins Viertelfinale der Oberliga-Playoffs ein. Der Stein, der war sehr groß, weil im fünften Spiel hätten wir nochmal hier spielen müssen, da kann natürlich alles passieren, deswegen waren wir froh, dass wir dann dort den Deckel drauf gemacht haben und wir haben uns gefreut. Mit Bier überkippt zu werden, war auch für mich eine neue Erfahrung. War direkt nach Spielende wurden Kai und ich mit Bier überschüttet. Ich habe erst gedacht, dass vielleicht Mitglieder aus unserem Management das waren, aber habe dann gesehen, dass es doch Auswärtsfans waren. Aber ja, in Memmingen hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, weil Memmingen eigentlich sehr faire Zuschauer hat. Aber in dem Fall war es scheißegal. Dass wir dann auswärts da noch die Serie ziehen, war für uns super und hat uns auch nochmal für die nächste Runde motiviert. Kann ich dir einen Kaffee haben? Natürlich. Welche Größe darfst du denn haben? Welche Größe? Nein, nein. Wirklich, funny, hey. Sate. 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 Sate, mon ami. Sate, oui. I mean, we hit the gym together the last 2 months since we've been injured. We almost got injured at the same time. Me and him, we just stayed together the whole last 2 months and we worked pretty much every day. I mean, with Sebastian, with Boschti, that's his nickname, that's what we call him. And in Valasek, Lukas was there with us for a while too. That's one thing, you know, we were together every day. So we kind of motivate each other. You know, with Renee, our strength coach, we were at the gym at least once a day, sometimes twice, riding the bike. So we kind of push each other and kind of, you know, try to be like a motivator for the other guy. Mathieu ist ein überragender Mensch. Ich bin unglaublich froh, dass wir ihn vor der Saison verpflichtet haben und ihn beim Team haben. Ja, es war auch für uns schwer, dass Mathieu sich verletzt hat, weil es für ihn natürlich ein herber Rückschlag war, auch für uns als Mannschaft, auch für mich als Trainer war es gar nicht leicht, damit umzugehen. Ich weiß noch, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, hatten eine Autogrammstunde. Mathieu kam so ein bisschen angejoggt, weil er zu spät kam. Und dann sind wir vom Weihnachtsmarkt weg und ich habe den Anruf bekommen, dass Mathieu Kreuzbandriss hat und die Saison für ihn vorbei ist. War ein schwieriger Moment, sehr emotional auch, weil Mathieu auch ein emotionaler Mensch ist. Und wie er sich trotzdem die ganze Saison trotzdem noch in die Mannschaft eingebracht hat, in der Kabine war, Starting Six gemacht hat, immer wieder neue Ideen hatte. Er hat beim Training uns unterstützt, beim Auswärtsspielen in den Playoffs hat er Video gemacht für uns live. Wie man sich so einbringt in eine Mannschaft, ist nicht selbstverständlich und wir sind Mathieu sehr, sehr dankbar dafür. Oh, also vom Charakter her ist er mega. Er ist lieb, der kennt jeden, der versteht sich mit jedem gut. Der quatscht gerne, das ist sehr wichtig. Und, also ich habe mit dem gar keine Probleme gehabt, auch wenn mein Englisch jetzt nicht das Beste ist. Trotzdem versteht er, was ich meine. Also man kann sich auch ohne Worte verstehen. Weird guy, Alter. It's a microphone, man. It's a microphone. It's a microphone, bro. Yeah, yeah. Microphone.
Mic check, 1-2, 1-2. I do it, yeah. Mic check, 1-2, 1-2. Tattoos! Every shift, I'd be like, tattoos! Yo, so, show me one more time. Ja, ich weiß nicht, was bei dem falsch gelaufen ist, aber der hat nicht alle Tassen im Schrank und ich glaube, das ist aber auch einfach das Positive an ihm, dass der positiv richtig durchgeknallt ist. Der hat immer Spaß, der ist eigentlich immer gut drauf und das steckt einfach an, wenn der in einem Raum mit einem ist. Starting Six, presented by Mathieu Eto'o Senior. Who's gonna start off tonight? On the back end, he is the Deutsche Aisha of Germany. Number 15, Eric! He never fucking worked out, but he has the best fucking body in the league. Number 23, Roman! Between the punch! Between the fucking punch! Number 35, Timo! Marius und ich mussten uns immer Sicherheit bringen, weil wir nicht wussten, was als nächstes kommt. Und es wurde immer verrückter und immer gefährlicher, auch für alle, die drumherum standen. It started really slow, level one, and then it went up, game after game, series after series. And obviously, Boschi was the one who put gas on the fire and then telling me, like, let's go higher, let's go next level. So we start low for the boys first round. Then we kind of build up together. And the guys, like, before the game, the guys were like, they enjoyed that. They're like, hey, what's going on tonight? Like, starting six. So guys were ready for that. And so they get ready for the game at the same time. They're like, you know, it's like a process. So, I mean, it's a little thing. I mean, it's funny and, you know, but at the end of the day, like, we did that just to be part of the team and try to win or giving the extra motivation for the guys, so. Naja, ich denke, das mit der Wassermelone, das war etwas, was ich in 15 Jahren nicht gesehen habe. Boom. Komplett alles durch die Kabine geflogen, alle Jungs erschrocken, aber cool, ja. Es ist Viertelfinale. Playoffs, baby! Guten Abend, Stierkampf Arena! Und der erste Torschuss. Timo Herden. Deggendorf ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Die haben so viele DEL-Spieler im Kader und natürlich allen voran Timo Pielmeier im Tor. Der Typ ist natürlich eine richtige Wand.
Große Chance für Deggendorf. Netzt ein, aber nicht den Puck, sondern den Spieler. Tor wird gegeben. Ja, war noch nicht klar. Hat er noch nicht sicher gehabt, der Timo Herden. Das ist die Antwort. So, das Spiel kann beginnen. Wir haben immerhin 30 Minuten jetzt vertan mit Abtasten. Los geht's. The way they play was a little different than every other team I saw the whole season, throughout the whole season. So they play a little bit more back, they let us. So I don't think that was a fun hockey to watch. I think it's just they play effective hockey. Ja! Thomas Gauch aus der Halbdistanz zieht ab. Ich glaube, der war abgefälscht. Und wir liegen vorn. Da ist es passiert. Die Saale Bulls nutzen die Strafe gegen Deggendorf und führen vermeintlich die Entscheidung herbei. 2,5 Minuten vor Schluss und stellen auf 3:1. Freitag geht's nach Deggendorf. Some guys are a little bit injured, so if anybody of you needs a break in the game today, just let me know, okay? So, it's gonna be a completely different game till Tuesday, okay? But the things are the same. Bring pucks to the net, have a good net front, battle for them, and have fun, boys, okay? The rink will be very crowded, so it's gonna be a good game for us. I don't want to come here again, so we need this win today, okay? Let's go, boys. Das Spiel Nummer 2 in Deggendorf ist in meinen Augen sehr unglücklich gelaufen. Ja, es war wie gesagt noch ein bisschen Emotionen aus Spiel 1 mit im Spiel. Dadurch dann das Spiel sehr rau und von Strafen übersät. Und wir waren mit unserem Kopf nicht von Anfang an im Spiel. Das meine ich jetzt gar nicht so mit den Strafen. Für mich zum Beispiel die Strafe gegen Patrick Schmidt nicht so krass, wie man es jetzt dargestellt hat. Grundsätzlich haben wir aber in verschiedensten Situationen krasse Fehler gemacht. Und das wurde von Deggendorf eiskalt bestraft. Und deswegen haben sie uns an dem Tag geschlagen. Mit 4:1 nach Toren von Lukas Mikulka, Thomas. Ist ja der geht so beliebte Hallensprecher. Ja, was? Nicht so beliebt, du. Okay. Schön, dass das sagst. Ich bin dabei seit 2004, seit es losging. August 2004, erstes Spiel in der alten Eissporthalle. Und seitdem bin ich irgendwie freitags immer hier hängen geblieben. Ja, wenn ich dann hier bin, wenn dann einige da sind, wenn dann die Jungs da sind vom Livestream, vom Kampfgericht, wird getroffen, gesprochen, nochmal gelacht, noch einen Kaffee und noch einen Kaffee und vielleicht gibt es auch noch einen Kaffee, kann sein. Wir machen uns unsere Notizen vorm Spiel, was so jeder braucht. Wir schreiben uns alles Mögliche auf. Ich mache mir ein paar Sachen, ein paar Stichpunkte fertig für die Trainerinterviews. Und wir sehen dann zu, dass jeder so seins hat. Meistens sind die Abläufe ja gleich, aber wie gesagt, die besonderen Spiele. Also wenn ihr sagt, wir sind bereit hier auf Fanblock, dann gehen wir da rein heute. Was macht ihr jetzt? Wir gehen im Fanblock, checken die Mikrofone, weil wir aus dem Fanblock heute anfangen wollen. Okay. Fanblock! 1. Wir fangen heute aus dem Fanblock heraus an, ja. Das ist immer so eine Sache, die wir super, super gern machen, seit die Technik ist erlaubt. Ja. Aber es ist halt so, dass du das wirklich checken musst, damit es nicht einpfeift. Hier geht's. Yeah! 1:0.
Wir haben dann mit dem Ton zu tun, dass das auch alles stimmt, dass es auch halbwegs synchron ist. Auf dem Videowürfel ist es nicht immer synchron. Wir haben mit den Kameras zu tun, passen die Funkstrecken. Das sind also alles Sachen, die dann immer irgendwie noch gebastelt werden müssen, weil diese Entscheidung, wo wir anfangen in der Halle am Abend vorm Spiel, die ist immer spontan. Spiel 3, Marius. Sag uns was zum Kader. Ich frage deswegen nach dem Rezept, weil ich weiß, dass wir weniger sind. Ja, Maurice Becker hat jetzt eine Gehirnerschütterung aus dem letzten Spiel davongetragen, kann heute nicht spielen. Drei Spieler sind im Kader, denen es aber eigentlich nicht so geht, dass man die jetzt da spielen lassen sollte. Aber es sind halt Playoffs und jeder versucht ans Maximale ranzugehen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie die Jungs sich auch fühlen, wie wir das Spiel gestalten können und dann ein bisschen flexibel reagieren. Dann trotzdem, auf geht's. Um deine Fragen zu beantworten, ja. Der Trainer kommt. Wer kommt denn? Wer denn? Der Trainer. Wie heißt er? Keine Ahnung, weiß ich denn nicht. Du musst doch wissen, wie der Trainer heißt. Ich weiß es. Ich auch. Ich frage ihn ja gleich. Wie heißt der Trainer? Ich weiß es nicht. Jiri Ehrenberger vor und bei uns vorm Spiel gegen die Saale Bulls. Heute mit Fembus angereist und sicherlich eine Menge Spieler wieder im Gepäck im Vergleich zum letzten Spiel hier in Halle, letzten Dienstag. Wie ist das Team eingestellt? Ja gut, ich hoffe ja, dass wir gut eingestellt sind. Na, momentan haben wir ja, 3-4 Spieler zurück, na, die krank waren beim ersten Spiel hier. Na, also wir können auf 3 komplette Blöcke heute zugreifen. Dann Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Danke auch. Ja. Nach dem Spiel wieder hier dann. Hier ist Halle an der Saale, hier ist die Stierkämpfer Arena und hier sind die Saale Bulls gegen den Deggendorfer SC. Wir stehen da, wo es passiert, im Fanblock der Saale Bulls und die Halle ist gut gefüllt. Guten Abend nach Deggendorf, guten Abend auch in den Fanblock drüben, so vis-à-vis und guten Abend, Saltan. Wir müssen zusammenarbeiten, ja? Wir blocken jeden Scheißschuss, wir helfen Timo, wir helfen jeden Fliegenseil, wir gehen das Scheißspiel jetzt auf! Hallo, was kommt da? Beide Teams sind soweit. Und wir freuen uns auf Oberliga-Eishockey vom Feinsten. Die Saale Bulls versuchen in der VfB1-Formation jetzt die Lücke zu finden. Letzte Minute im ersten Drittel. Bring something up high. Okay, shoot to the head, try to score top shelf, okay? That's the key for success. But stay on the D side of the game, we do it very good this period. Okay, let's go boys. Hildebrand ist es. Hildebrand, wird der sich freuen? Ja. Großartig. Auch der hat es wirklich mal gebraucht, ja. Der hat es wirklich mal nötig gehabt und hat gezeigt auf sich selbst, das Tor ist treffbar. Ja, das hat sich jetzt abgezeichnet, muss man so klar sagen. Da ist einfach zu viel Erfahrung da. Ausgleich. Ja. Ja! Die Saale Bulls machen es einfach spannend, stehen auf starke Auftritte. Die Führung 1 Minute 4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Pulli in die Ecke geklärt, das wird reichen. Also, die Serie geht weiter. Das war vor dem Spiel klar. Aber die Bulls gehen zu Hause wieder in Führung in der Serie. Dienstag geht es weiter in Deggendorf. Ja! Ja!
Stark, Männer, ganz stark. Super Leistung, super Leistung. Good job, Männer. Hey, ganz wichtig, good job, good job, good job. Henry, bester Mann. Aber ich tippe noch einen heute. Matthias weiß endlich, wo das Tor steht. Leiter! Nimm den mal Huckepack, die Kleinen, ja. Okay, good job, boys, and keep going. Jawohl. Ja! Danke, Huckepack. Ja, lass alles raus. Nimm nur einen Huckepack. Nice. Muss man die unterste machen. Gebt den mal hoch, ja. Komm, boys! Hey! Ja, ich war jetzt fast 3 Monate raus. Jetzt in der Woche sind es dann genau 3 Monate, die ich dann verletzt raus war. Und wie freust du dich jetzt wieder auf dem Eis zu sein? Ja, natürlich. Also war mir schon ein bisschen langweilig auf der Couch zu Hause. Und ich freue mich natürlich aufs Eis und jetzt auch wieder zu spielen. Für ihn wird es wichtig sein, in das Spiel zu finden. Das ist jetzt natürlich mitten in so eine Playoff-Serie reingeworfen zu werden, in ein Spiel, wo es für den Gegner um alles geht. Das wird nicht leicht. Von daher wird er heute ein paar Wechsel bekommen, soll sich dran gewöhnen. Wir sind froh, dass er wieder mit dabei ist. Kann für uns in den Playoffs noch ein wichtiger Teil werden, aber heute wird er das. Ja, heute sind die Erwartungen an, ja, noch nicht so hoch. Das ist jetzt die Frage, ob man sowas geben muss. Hätte ich jetzt nicht so gesehen, aber dann fällt das 1:0 und Jordan Kaplan. Das 1:0 für die Gäste. Ja. Zusätzlicher Feldspieler war er bereits auf dem Eis. Durch die Beine, Scheibe landet bei Matheson. Tor! 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 Für den Degner FC Lukas Mitschuka! Schopper. Gauch mit dem Block. Matheson, Tender, Tor! Deckel drauf! 3:1 für den DSC. Röttke, machen sie noch das vierte. Greilinger mit dem Schlagschuss und Timo Ehren pariert nochmal mit der Schlusssirene und Deckel drauf. Der DSC erzwingt Spiel Nummer 5 bei den Saale Bulls aus Halle. Smile in his face was priceless. It was priceless. I was so happy for him. I was running in the stand. I'd be like, hey, look at me, I'm so happy because he deserved it. Ich habe ja immer gemerkt, dass der andere Tscheche in Deggendorf da sich immer mit den Fans so ein bisschen feiert und mir ging das schon ein bisschen auf den Sack. Deswegen, als ich dann im ersten Wechsel wieder ein Tor geschossen habe, das 1-0, wollte ich quasi so ein bisschen den Kumpel dissen, ne, und dann auch unsere Fans ein bisschen hochdrücken. Aber ja, war ein ganz cooler Moment. Ui. 1-1. Ja. Schön abgefälscht, nichts zu halten. Ganz sauberes Ding von der blauen Linie. Handgelenkschuss. Kein gutes Bulli der Saale Bulls. Oh mein Gott. So for the second period,
battle, win the battles. Be always the first guy on the puck, because then they're gonna take penalties, because they're gonna take you hits, and they're not that not that skilled like us. Okay, be harder. We start with Merle, Jordan, Hoffi, and Finn. No stupid penalties, boys. It's a tight game. Okay, let's go. Let's go. Let's go, boys. Let's go. Gauch auf Kaplan. Mal wieder ein Hallo-Wach-Signal der Saale Bulls. Ui, das ist Kategorie Big Save. Hier, da kommt die Scheibe. Drei Spieler hinter der Torlinie. Röttgen komplett frei und kann den Direktschuss nehmen. Also das ist wirklich taktisches Fehlverhalten. Das darf man sich in so einer Phase dann natürlich nicht noch einmal leisten. Boys, 20 minutes, okay? Schau da, it's our fucking rink, it's our game, we just need a goal and fucking battle. Let's go, boys, hey! Da war's. Da ist es passiert. Das erste der dreckigen Tore, über die wir gesprochen haben. Fucking good job, boys! Unbelievable! Voila! Oh yeah! No fucking way! Jungs, das war Charakterbeweis heute. Das war Wahnsinn. Mir hat es unnormal Spaß gemacht, da nochmal euch zuschauen, ein bisschen am Schluss. Aber das war Charakter. Und wenn wir das mitnehmen ins Halbfinale, dann schaffen wir noch ein paar. Hier, auf geht's. Finale!
ja, man versucht es natürlich so gut wie möglich irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Da spielt natürlich Familie eine ganz, ganz große Rolle, die einen da unterstützt. Bei mir ist es eben jetzt in Halle hauptsächlich meine Tochter Emilia gewesen, mit der ich dann auch die freien Tage verbracht habe. Indem er versucht man einfach die freie Zeit, die man hat, so viel wie möglich mit, oder ich versuche es so viel wie möglich mit ihr zu verbringen. Was auch, glaube ich, ganz gut ist, dass man dann eben vom Eis mal ein bisschen wegkommt mit dem Kopf. Und es tut einfach gut, wenn ich sie bei mir habe und da einfach mit ihr spielen, lachen kann. Oh! Hab dich. Hab dich. In Urlaub fahren wir, das finde ich gut. Komm mit hier hoch. Aber erst nach den Playoffs. Ja, Halbfinale steht an in der Hans-Schröpf-Arena und dazu begrüßen wir Sie recht herzlich heute zwischen den Blue Devils Weiden und den Saale Bulls Halle. Die Blue Devils Weiden sind eine sehr qualitativ gut besetzte Mannschaft. Die haben vier brutal starke Reihen, enorm viel Qualität, gerade in der Offensive. Und gerade in Spiel 1, im ersten Drittel, haben die uns gezeigt, dass ganz anderes Eishockey auf uns zukommt, wie wir es von Deggendorf gewohnt waren. Der überwindet Timo Ehren mit einem satten Schuss zum 1:1. Je länger das Spiel aber ging, desto mehr Chancen hatten wir und haben uns eigentlich gut zurück ins Spiel gekämpft und haben dann den Anschluss geschafft. Ich habe den Torwart rausgenommen, von daher das 8:3, wie dann das Endergebnis war dann doch irgendwie eindeutiger, als ich das Spiel gesehen habe, wenn man aber wirklich sagen muss, dass Weiden im ersten Drittel uns dominiert. Wirklich absolut gute Stimmung im Stadion, gute Stimmung bei den Hallensern, gute Stimmung bei den Blue Devils Fans, wirklich auch eine friedliche Atmosphäre. So macht Eishockey nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits des Eises absolut Spaß. Ich bin Gerald Emmerich und bin bei der Saale Bulls seit 2000. Warte mal, ich weiß das ja nicht. Mach mal aus. Also ich bin Gerald Emmerich und bin seit 2020 hier als Eismeister in Halle. Ja, ich war mal bei ProSieben, bei Joko und Klaas, als Klaus, Bockwurst Klaus. Also die haben die Eismaschine als Ballerina verkleidet und ich musste dabei fahren und Bockwurst essen. Und das war meine große Rolle, genau. Gerade mit Gary hatte ich ein witziges Ritual, dass ich immer vor dem Spiel ihn in der Halle getroffen habe und immer gesagt habe, sag Gary, wie wird das Spiel heute? Und er hat jedes Mal gesagt, heute gewinnen wir, weil du der Trainer bist. So, und das hat sich dann so ein bisschen eingebürgert. Weiden wird ein Problem sein, weil ich kenne die ja nicht. Jetzt kann es sein, dass sie stärker sind oder schwächer. Müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Beim ersten Spiel in Weiden haben sich Wojtek Suchoma und Thomas Gauch schwerer verletzt. Wojtek hat was am Knie, was sehr wahrscheinlich die Saison ausbedeutet. Und Thomas hat sich die Schulter ausgekugelt, was auch die Saison ausbedeutet. Kannst du mir sagen, was im letzten Spiel passiert ist und wie es da jetzt geht? Check kassiert, umgeknickt. Und ja, irgendwas ist am Knie. Morgen habe ich dann mit Federn. Also bist du erstmal raus jetzt für das Halbfinale. Das bedeutet für mich als Trainer oder für uns als Mannschaft, dass wir nur noch vier spielfähige Verteidiger zur Verfügung haben für den Rest der Playoffs, die hoffentlich trotzdem noch lange gehen und wir fürs Spiel heute zwei Stürmer zum Verteidiger machen. Das werden heute Sergej Stas und Tore Weihrauch sein. Für einen Stürmer Verteidiger zu spielen ist
weiß ich nicht. Ich war ja selber nie Stürmer, aber ich glaube, Tore hat das ganz gut gemacht. Er ist ja ein Alleskönner. Der kann ja auch, er ist auch gut im Tor. Also vielleicht stellen wir den nächste Saison in den Playoffs ins Tor. Ja, gut, das kann immer passieren. Das ist natürlich ärgerlich, gerade für die beiden Jungs. Ich hoffe auch, dass die beiden schnell wieder durchkommen jetzt mit ihren Operationen und so weiter. In dem Moment war es für uns, ja, das muss man einfach so akzeptieren und weitermachen. Das war schon eine ziemlich krasse Misere, denn gegen Weiden, es wurden ja dann wirklich immer weniger und weniger. Es waren ja nachher 12 Leute, die gefehlt haben, glaube ich, 10, 12 Leute. Da ist es passiert, 1-1, alles von vorn bitte. Mia Weinen auf Vartinen mit einem fantastischen Pass. Irre. Ja. 2-1. Zu einfach. Ja, gehe ich mit. Hat jetzt Halle leider so ein bisschen eingeladen zu dem Gegentor. Das hat sich abgezeichnet. First some clips. Like this was the first goal against. So we have no pressure on him from F1. Then he just slides through the middle and puts it in the net. There F1 takes the puck, so we need to match that speed wide array, okay? So go to him. Hit him. When you recognize that he goes over the board, F2 jumps to him and stop him, okay? Pauschi, come here, real quick. Du musst da nicht hingehen. Du kannst da quasi warten. Nein, Weiden geht in Führung. Zu spät. Das Tor mit dem Schlusspfiff, und wir wissen das aus früheren Zeiten, das ist kein Tor. Ist zu spät. Ja. Diskussion, aber zu spät. Natürlich ist man enttäuscht, aber das ist Tor jetzt 0,8 Sekunden. Ja, mein Gott, wenn es nicht mehr in der Spielzeit ist, dann ist es nicht mehr in den 60 Minuten. Und ja, da haben wir uns eigentlich nicht groß drüber aufgeregt, über das nicht gegebene Tor. Das zweite Spiel hier in Halle war dann sehr ausgeglichen von meiner Sicht, ein bisschen unglücklich dann verloren. Und das ist halt auch so ein Moment, vielleicht 1-1-Serie, mal schauen, was da geht. So stehen wir halt mit dem Rücken zur Wand, steht 2-0 und fahren nach Weiden, haben nichts zu verlieren. Also ich denke, ihr gewinnt heute. Ja, wir haben heute nichts mehr zu verlieren. Also wir gehen raus, geben einfach alles und schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht lange versuchen, die Null zu halten. Und ich denke, so länger das Spiel dann geht, umso mehr Chancen haben wir dann irgendwie, durch irgendeine Aktion vielleicht dann in Führung zu gehen und das dann zu verwalten. Mal gucken. Aber es wird nicht einfach. All or nothing, boys. Okay, so like we saw it in the videos in the last game, we're the better team, okay? It's just a little bit unlucky for us, but today we have to work as hard that like we get that luck in that game, okay? Believe in yourself for 60 minutes. We got everything that's needed in this room, okay? And no matter what happened, even in the last game, it's all about today. Okay, be ready, boys. Let's go. Gibt es das große Comeback der Saale Bulls oder ziehen die Blue Devils Weiden heute ins
Endspiel ein in die Finalserie. Abschneiderin! Ja, wer war's? Wer war's, dein Träumerin? Ja, Martin Heinisch mit dem 1:0 für die Blue Devils Weiden. Die Blue Devils jetzt in der Aufstellung. Schuss kommt von Kurt Davis. Und ja, so schnell geht's und wieder war's dieses Powerplay. Sie finden einfach schnell in die Aufstellung. Jetzt aber die geschöne Chance für die Zahle Bulls und die macht das Tor. Und wer war es wieder? Natürlich, dieser Matthias Martinen. Und da sind wir jetzt wieder bei der Weidner Defensive. Das darf dir nach dem 2:0 Führungstreffer so nicht passieren, dass du hinten völlig offen bist. Ja, ich bin jetzt fest, kommen in die Formation. Wir erinnern Martinen und da ist er drin. Okay, the only goals they make, it's always in the PP. So try to stay out of the penalty box. And then we're the better team. Look in 5 against 5, how many great chances we have. Okay, we got so big chances, we're gonna win this fucking game. We give everything we have in the last 20 minutes, boys. Okay, let's go. Erste Chance gibt es jetzt für Patrick Schmidt und der ist eiskalt normalerweise. Und da ist er drin. Das 3:2 oder 2:3 für die Saale Bulls. Wieder versuchen, schnell reinzukommen in den zweiten Drittel. Hier bleibt der Spieler liegen. Der nächste hinten an der Bande. Zwei Saale Bulls Spieler liegen da jetzt im Drittel. Ich habe allerdings beides Mal keine Strafe angezeigt. Wir hoffen einfach mal an dieser Stelle das absolut Beste für den sympathischen Sportsmann Tätowierweinen. Tattoo auf der Trage mit einer Halskrause und da ist mir das Bild von Glemser in Sinn gekommen, dass da hoffentlich nichts Schlimmes ist. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und haben ihn dann noch abgeholt. Zum Glück war dann Entwarnung. Schon ist er drin, zum Abfälscher, 2:4 für die Saale Bulls Halle. Einfache Situation, jetzt geht die Scheibe natürlich auch raus und Richtung Empty Goal. Haben die Saale Bulls hier heute verdient, in Weiden gewonnen. Wir gerade schon des Öfteren erwähnt haben, hat sich so abgezeichnet. Okay, boys. Fuck yeah! Spiel 4 in Halle, Baby! Spiel 4 in Halle! Den Gürtel würde ich am liebsten allen schenken. Aber heute, Plauschi, was du heute hier geleistet hast. Ja, Männer, mit so einem kleinen Kader hier auswärts hinzukommen und den die erste Niederlage in den Playoffs reinzudrücken, ist eine ganz, ganz geile Nummer. Still alive, boys! Still alive! Man kann sich auf sowas nicht vorbereiten, keine Rede vorbereiten. Ich quatsch einfach, was mir gerade so einfällt. Ich habe heute Geburtstag, als erstes Dank. Das ist schön. Ja, aber das ist so wichtig. Happy Birthday to you! Happy Birthday! Was soll ich sagen? Das ist ein Sieg, der ist so viel wert für euch, für den Trainer, für Tattoo.
für uns alle, für die Geschäftsstelle, für die Auszubildende. Und ihr seid so krasse Typen. Also ich habe ja 19 Jahre das schon gemacht und immer irgendwas erzählt. Und, aber ich freue mich für euch, ich freue mich für uns. Weiter Gas geben, habt Spaß. Naja, das war insofern ein emotional wichtiger Sieg für den Verein, weil wir so eine Moral bewiesen haben und wir konnten das Spiel drehen und mit einem dezimierten Kader und wieder weiterkommen, wieder ein Spiel mehr erringen und auch den anderen Vereinen zeigen, hier im Osten wird Eishockey gespielt und wir können das gut und wir müssen uns vor den Südteams auch nicht verstecken. Und das haben die Jungs sich erspielt und für den Club erarbeitet. Und da habe ich mich für alle gefreut, die ja seit Jahren die Stange halten, für die Fans, für die Sponsoren, für alle, die hier arbeiten. Und ja, deswegen war es sehr emotional. Tattoo ist ja, ich sag mal, Jekyll und Hyde. Und das war auch im Krankenhaus so. Der wollte einfach nur wieder aus dem Krankenhaus raus, hat sich da die Halskrause abgemacht und die Ärztin meinte nur, was ist mit dem los? Ich sage, ja, ein Eishockeyspieler. Ja, ein bisschen crazy. Dann ist Tattoo nur in Unterwäsche und mit Strümpfen und einer Decke ins Wohnmobil gestiegen, hat eine Happy Mail bekommen, war glücklich und dann ging es nach Hause. Mich in die Badewanne gelegt, weil ich irgendwie so gestresst und verkrampft war auf Hinblick des nächsten Spiels, wo dann abends 23 Uhr das Telefon klingelt und Kai meint, komm, wir müssen eine Telefonkonferenz machen, es gibt keine guten Nachrichten, wir müssen mit Marius und dem Athletiktrainer oder mit dem Arzt telefonieren und ich in der Wanne lag und die sagen, Herren kann ich spielen. Das war die Katastrophe und dann, ja, das war richtig heftig. Das war dann schon nochmal ein weiterer Nackenschlag und man denkt sich, was soll jetzt eigentlich noch alles kommen? Du denkst, du hast schon jede Scheiße mitgenommen und dann kommt auch noch das und da, ja, das war einfach bitter. Und ich glaube, ja, die erste Reaktion oder das erste Gefühl war einfach Sprachlosigkeit. War einfach extrem bitter. Wenn ein Starter ausfällt, erst recht ein dein Torhüter, Goalie des Jahres und so gut wie Timo, der auch mental für die Spieler so ein Rückhalt ist, also für mich als Verteidiger. Ja, das war wirklich einfach nur beschissen. Hab schon ein bisschen mit mir gerungen, so soll man irgendwie schauen, dass wir doch spielen können. Ja, Physio, Ärzte, Marius, alle davon abgeraten natürlich. Dann, ja, sagst du nicht mehr viel dagegen. Aber ja, klar, ist bitter. Ich hätte auch nur, um bei den Jungs zu sein, mit denen auf dem Eis zu stehen, denen irgendwie ja, zu helfen, die zu unterstützen. Ne? Allein deswegen schon, aber ja, es ist bitter. Ist bitter, definitiv. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, mit dieser Mannschaft und mit den Jungs, die in der Kabine sind, irgendwie werden wir es einfach wieder machen. Und habe auch versucht, den Jungs das dann so zu zeigen. Justin kam am Spieltag früh zum Training in die Kabine. Er wusste es noch nicht und ich saß da, habe Kaffee getrunken mit anderen Spielern. Und er kommt rein und ich sage, Timo ist verletzt, du spielst heute. Und er so, okay, was? So, ja, hat Muskelfaserriss, du spielst. Okay, gut. Und er war dann beim Training normal und er hat keinen aufgeregten Eindruck gemacht. Die Jungs haben mit ihm viel gesprochen. Viele der älteren Spieler sind zu dem gegangen, zu Justin, und haben dem bestimmt was gesagt. So, ey, sei nicht nervös, genieß das. Wer spielt schon Halbfinale jetzt so schnell? In seinem Alter vor allem, ich weiß nicht, der ist 18, 19.
das erste Mal Justin Köpf gefordert. Köpf. Na, das war jetzt der sechste Schuss in Folge, den er hält. Alleine drei in diesem Wechsel. Den sich der Hallenser da leisten in der Verteidigung. Martinin schießt durch. Da ist er reingebrutzelt. 0-2 bedeutet nichts. Wir fighten bis zum Schluss. Ich glaube, Tatu fällt jetzt auch noch aus. Er hat gerade signalisiert, dass es nicht mehr geht. Ja, wie gesagt, die Jungs geben alles und dann schauen wir mal. Wie viel 3 gegen 1 und 2 gegen 1 hatten wir jetzt? Ja, ja. Das darf halt nicht passieren, Sven. Schade, ja? Weil die sind ja nicht besser. Nicht wirklich. So, when you get the puck, they play with 3 forwards down low in our zone. We get the puck, bam, let's go. Okay, they join the rush and then we try to score out of the rush. Use your speed, okay? It's 2-0, but who the hell cares? Okay, we were 2-0 back in the last game. We made it, okay? So today we're gonna make it, but we have to be with our heads in the game, boys. Let's go. Wieder, ne? Wie die wieder gefightet haben, einfach nicht zu beschreiben. Ja, das Spiel hat gezeigt, wir lagen wieder zurück, haben uns wieder zurückgekämpft ins Spiel, waren wieder dran, haben wieder gezeigt, dass wir zu Recht in dieser Halbfinalserie sind. Wie geht's eigentlich wie euch? Ich will eigentlich traurig sein und ich fühle mich runtergezogen, weil es hätte weitergehen können und ihr habt eine geile Saison gespielt. Es war der Hammer. Ich bin stolz, da gibt es nicht einer, der sagt, irgendwas war schlecht. Ja? Und ich will euch die Energie geben. Ich stehe vor euch und sage, Männer, ihr habt eine geile Saison gespielt. Mir hat Spaß gemacht. Ich sage danke für den Verein. Ich sage danke für mich persönlich, weil es war wirklich, das meine ich ehrlich, eine richtig geile Saison. Wie gesagt, alle honorieren uns. Ich sage nur danke, Männer. Im letzten Spiel haben wir in weniger Minuten 2 Tore geschossen. Hier flogen Stühle und auch andere Sachen durchs Kampfgericht. Und das war so der Moment, der allen auch außerhalb dieses Gebäudes gezeigt hat, Eishockey in Halle lebt und mit uns ist zu rechnen. Wir sind hier und wir bleiben hier. Und
Der Rest, wir haben erhobenen Hauptes verloren. So what? Mein Fazit ist, dass wir uns überragend verkauft haben, dass wir Werbung für diesen Sport gemacht haben, Werbung für die Saale Bulls und ja, dass wir einfach stolz auf die Saison sein können und dass wir noch lange über die Saison reden werden, aber nicht allzu lange, weil wir werden nächste Saison wieder einen oben drauf setzen. Absolut sehenswert und verdient so weit gekommen. Ja, sehr spannend. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sich die Bulls gegen Deggendorf durchsetzen konnten. Wahnsinnsspiele, also das Gekämpfe und der Mannschaftsgeist war unschlagbar. Ich habe selten so gelitten, manchmal auch eine Herztablette gebrauchen können. Finde ich gut. Super geil, super geile Playoffs gespielt. Also schade, dass nachher so viele Verletzte waren. Ich denke mal, mit voller Kapelle hätten wir vielleicht immer noch gespielt. Also es waren meine ersten Playoffs tatsächlich. Ich bin dieses Jahr erst aufs Eis gekommen. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Super. Hat richtig viel Spaß gemacht, war eine tolle Veranstaltung und ich bin stolz auf die Jungs. Das war die geilste Saison der Vereinsgeschichte.